Ich kann mich erinnern, kurz bevor wir nach Deutschland kamen, da war ich 9, 8,5, 9. Da ist die Kuh meiner Tante verstorben. Und das war eine Riesentrauer im Dorf. Und zweitens, immer wenn es eine Opferzeremonie gab, zu Hochzeiten, zu Ramadan, ich weiß nicht ganz genau, habe ich immer beobachtet, wie ein Schaf geschlachtet wurde. Es wurde nie eine Kuh geschlachtet. Herzlich willkommen oder Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams, das ich hier schon aufgeschlagen habe. Und zwar lesen wir jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag aus den wichtigsten Büchern in der Krishna-Bhakti-Tradition. Haltet es gerne auch, wenn ihr mögt, in eure Kamera. Wir lesen nämlich zusammen. Und zwar einmal das Srimad Bhagavatam. Das gibt eigentlich 12 Kantos. Vielleicht lesen wir heute kurz aus dem 12. Und die Bhagavad Gita, wie sie ist, das ist wichtig, dass das dazu steht, weil es gibt hunderte von verschiedenen Bhagavad Gita-Ausgaben, aber das ist sie von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, vielen Dank Martina, der Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, ja, Rasa Manjari hat ein anderes schönes Foto. Und ja, wir sind mittlerweile im 16. Kapitel des ersten Kantos. Und das 16. und das 17. Kapitel ist sehr, sehr intensiv, weil es sich mit dem Start, mit dem offiziellen Start und auch brutalen Start dieses Zeitalters beschäftigt, das Kali Yuga. Also wenn wir in den nächsten Tagen und Wochen mal ein paar Episoden haben, wo die ein bisschen unter die Haut gehen, vielleicht sogar ein bisschen unangenehm sind. Ja, das liegt nicht an uns, sondern das liegt an diesem Kapitel. Aber das Schöne ist ja, wir versuchen dann auch immer noch, die gute Perspektive hier mit ins Feld zu ziehen, weil es heißt im 12. Kanto, Raja Guna Nidhe Rajan Astihe Ko Mahan Gunaha Kirtanat Eva Krishnasya Mukta Sangha Parang Vrajet. Und da sagt das Srimad Bhagavatam, obwohl das Zeitalter des Kali ein Ozean voller Fehler ist, man denkt manchmal, kommen wir eigentlich noch mal zum Ende? Jetzt haben wir wieder irgendwas Gruseliges entdeckt und der Dritte hat auch wieder die Büchse der Pandora geöffnet und schon sind wir wieder alle schockiert. Also man hat das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf, die unheilvollen Nachrichten des Kali-Yugas. Aber dieser Vers im 12. Kanto sagt uns, obwohl das Zeitalter des Kali ein Ozean voller Fehler sind, also es ist so viel, stellt euch einen Ozean eben mal vor mit dem ganzen Wasser und den Wellen, gibt es doch eine gute Eigenschaft, Asti Heko Mahan Gunaha. Asti, das deutsche Wort ist, kommt von Asti und Eko, Eka ist die Zahl 1. Ja, ich glaube auf Kurdisch sagt man da nicht auch Ek? Jek. Jek, genau, Jek. Und auf
Hindi sagt man ik. Ja, und so eine gute Eigenschaft, und die ist so gut, da heißt es nämlich, dass einfach durch das Chanten der heiligen Namen des Herrn kann man diesen Ozean sehr leicht überwinden und die höchste Vollkommenheit erreichen. Das ist nur in diesem Zeitalter so leicht möglich. Es heißt sogar, dass die Halbgötter hier extra auf der Erde erscheinen wollen, weil der Vorgang des Gottesbewusstseins im Kali-Yuga besonders einfach gehalten wird und wirksam und schnell, weil man eben weiß, dass das Zeitalter des Kali ansonsten sehr, sehr schwer zu überwinden und auch sehr schwer zu ertragen ist. Diese Perspektive wollen wir hier auch immer wieder mit reinbringen. Und deshalb sind wir gespannt auf den heutigen Vers. Da kann ich euch auch schon ankündigen, das wird intensiv. Die Erläuterung ist so intensiv, dass wir sie vermutlich in drei Teile teilen werden und heute den ersten Teil lesen werden. Und bevor wir das machen, chanten wir ein paar glückverheißende Mantras, die ich euch jetzt hier auch mal einblende. Moment. Und die tue ich euch auch in die Mitte, dass ihr sie gut lesen könnt. So. Und wir fangen auch von vorne an. Bitteschön, Achtung, jetzt. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakchur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam Namaskritya Narangchaiva Narottamam Divingsarasvatim Vyasang Tato Jayam Udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, das das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashta Prayeshvabhadrishyu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebvoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Und alle zusammen, 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und wir gehen direkt zu unserem heutigen Vers. Es ist der 20. im 16. Kapitel des ersten Kantos. Und das Sanskrit lautet: Padayin yunang shochasi mai kapadam atmanang vavrishalai bukshyamanam aho suradin ritayakya bhagan praja utasvin magavatya varshati. Und die Wort für Wort Übersetzung. Padai. Um drei Beine. Yunam. Verringert. Shochasi. Wenn du darum klagst. Ma. Meine. Ekapadam. Nur ein Bein. Atmanam. Der eigene Körper. Va. Oder. Vrishalai. Von den ungesetzlichen Fleischessern. Bukshyamanam. Ausgebeutet sein. Ahoho. Im Opfer. Suraadin.
die bevollmächtigten Halbgötter. Ritayagya. Ohne Opfer. Bhagan. Anteil. Prajaha. Die Lebewesen. Uta. Anwachsend. Svit. Ob. Magavati. In Hungersnot und Knappheit. Avarshati. Durch Dürre. Übersetzung. Ich habe meine drei Beine verloren und stehe nur noch auf einem. Beklagst du meinen Zustand? Oder bist du von Angst erfüllt, weil dich in Zukunft die gesetzlosen Fleischesser ausbeuten werden? Oder befindest du dich in diesem traurigen Zustand, weil die Halbgötter jetzt ihre Anteile an den Opferungen beraubt sind, da gegenwärtig keine Opfer mehr durchgeführt werden? Oder beklagst du die Lebewesen, weil sie unter Hungersnot und Dürre leiden? Erläuterung. Mit dem Fortschreiten des Kali-Yuga werden nach und nach vor allem vier Dinge abnehmen. Erstens die Lebensdauer, zweitens Barmherzigkeit, drittens das Erinnerungsvermögen und viertens Moral und religiöse Grundsätze. Da Dharma, die religiösen Grundsätze, zu drei Vierteln verloren gehen würden, stand der symbolische Stier nur noch auf einem Bein. Wenn drei Viertel der Erdbevölkerung irreligiös werden, wird für die Tiere das Leben zur Hölle. Danke. Im Zeitalter des Kali werden gottlose Zivilisationen viele sogenannte religiöse Gemeinschaften gründen, die die Persönlichkeit Gottes direkt oder indirekt verleugnen. Und so werden glaubenlose menschliche Gesellschaften die Welt für den vernünftigeren Teil der Menschen unbewohnbar machen. Die Menschen unterscheiden sich je nach dem Grad des Glaubens an die höchste Persönlichkeit Gottes. Die gläubigen Menschen ersten Ranges sind die Vaishnavas und Brahmanas. Dann folgen die Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Mlechas, Yavanas und zuletzt die Chandalas. Die Entartung des menschlichen Feingefühls beginnt mit den Mlechas. Und die Chandala-Stufe ist der tiefste Abgrund menschlicher Entartung. Alle oben erwähnten Bezeichnungen, die in den vedischen Schriften zu finden sind, beziehen sich nie auf eine bestimmte Gemeinschaft oder Familie. Es sind verschiedene Eigenschaften und Befähigungen des Menschen im Allgemeinen. Geburtsrecht oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde haben damit nichts zu tun. Man kann die jeweilige Befähigung durch eigene Bemühungen erreichen. Und so kann der Sohn eines Vaishnavas ein Mlecha werden. Oder der Sohn eines Chandala kann mehr werden als ein Brahmana, je nach ihrer Gemeinschaft und ihrer innigen Beziehung zum höchsten Herrn. Fleischesser nennt man im Allgemeinen Mlechas. Doch nicht alle Fleischesser sind Mlechas. Diejenigen, die der Verfügung der Schriften gemäß Fleisch essen, sind keine Mlechas, sondern nur diejenigen, die sich ohne Einschränkung dem Fleischgenuss hingeben. Das Essen von Rindfleisch wird von den Schriften verboten. Und so werden die Stiere und Kühe von den Anhängern der Veden besonders geschützt. Im Zeitalter des Kali jedoch werden die Menschen den Körper des Stieres und der Kuh nach Belieben ausbeuten. Und so werden sie alle nur denkbaren Arten von Leiden auf sich laden. Die Menschen dieses Zeitalters werden keine Opfer darbringen. Die Mlecha-Bevölkerung wird sich um die Ausführung von Opfern wenig kümmern, obwohl solche Opfer für Menschen, die sich dem materiellen Sinnengenuss ergeben haben, unerlässlich sind. In der Bhagavad Gita, Kapitel 3, Vers 14 bis 16, wird die Durchführung von Opfern mit Nachdruck empfohlen. Herzlichen Dank. Und wir schauen uns nochmal den umfangreichen Vers auf Deutsch an. Ich habe meine drei Beine verloren und stehe nur noch auf einem. Beklagst du meinen Zustand? Oder bist du von Angst erfüllt, weil dich in Zukunft die gesetzlosen Fleischesser ausbeuten werden? Oder befindest du dich in diesem traurigen Zustand,
weil die Halbgötter jetzt ihre Anteile an den Opferungen beraubt sind, da gegenwärtig keine Opfer mehr durchgeführt werden? Oder beklagst du die Lebewesen, weil sie unter Hungersnot und Dürre leiden? Ja, danke schön. Und ja, wir gehen einfach nochmal das, was wir bis jetzt gelesen haben von der Erläuterung, das gehen wir nochmal ein Stück weit durch. Und ich denke, ihr habt auch schon am Montag euch schon ein bisschen mit diesem Teil beschäftigt. Und wir können es ja so machen, ich lese mal den ersten oder den zweiten Satz. Und wenn euch etwas Wichtiges dazu einfällt oder ihr etwas dazu sagen möchtet, dann drückt ihr einfach auf den virtuellen Buzzer. Den stellen wir uns so vor. Und dasselbe auf meiner Seite. Ja, legen wir doch einfach mal los. Achtung! Mit dem Fortschreiten des Kali-Yuga werden nach und nach vor allem vier Dinge abnehmen. Also vier. Die Lebensdauer. Man nennt es auch Ayur. Die Barmherzigkeit. Das hat auch was mit den Tieren und dem Fleischessen zu tun. Den Leuten ist es buchstäblich egal, ob schwächere Lebewesen leiden. Da ist keine Barmherzigkeit. Das Erinnerungsvermögen, hört, hört, und die Moral und religiöse Grundsätze. Also mein Buzzer hier, besonders zum Thema Erinnerungsvermögen. Ich habe da gestern gerade mit zwei meiner Schüler drüber gesprochen, meinen Schülern, und habe denen erzählt, dass ich, als ich so alt war wie sie, damals, so 12 Jahre sind die jetzt so alt, da konnte ich locker 50 Telefonnummern auswendig von meiner Fußballmannschaft, von meiner Klasse, von meiner Oma. Ich habe denen sogar gesagt, die Nummer von meiner Oma habe ich vor 25 Jahren das letzte Mal gewählt. Aber ich habe sie immer noch im Kopf. 040 677 8436. Und da haben die aber Gesichter gemacht. Ja, und dann haben wir darüber gesprochen. Wir haben einfach mal das Spiel gespielt, dass sie meine Generation sind und ich bin ihre. Und ich versuche dann, also ich als die jüngere Generation, versuche dann die Ältere davon zu überzeugen, dass wir viel fortgeschrittener heute sind. Und ich habe denen dann gesagt, hey, schaut mal, ihr damals hattet nur so ein Drehtelefon und wir haben heute aber total hochtechnische Smartphones, wo man 500 Telefonnummern einspeichern kann. Wir sind eindeutig fortgeschrittener. Und dann waren die beiden Schüler, die sollten dann mich, also meine Generation repräsentieren. Und dann haben die so gegrübelt, ja, aber wir können keine Telefonnummern mehr auswendig. Ihr konntet damals 50 Telefonnummern auswendig. Vielleicht wart ihr doch fortgeschrittener. Ihr habt zwar bessere Technologien, also wir haben zwar jetzt bessere Technologien, aber wir können uns nichts mehr merken. Ja, so ging das dann hin und her. Und ich habe gestaunt, oder ich war ein bisschen... Es war für mich eine Genugtuung, dass ich das Gefühl habe, ich habe denen ein bisschen was beigebracht in den letzten Wochen. Die haben doch ein bisschen zugehört. Ja, von eurer Seite zu diesem Punkt? Okay, sonst gehen wir einfach weiter. Da Dharma, die religiösen Grundsätze, zu 3/4 verloren gehen würden, stand der symbolische Stier nur noch auf einem Bein. Ja, da fällt mir zu ein, obwohl diese Geschichte auch tatsächlich passiert ist, ne, also das beruht hier alles auf Tatsachen, hat sie gleichzeitig auch eine symbolische Bedeutung. Ne. Manchmal denken wir, entweder kann es nur symbolisch sein, aber dann ist es nicht wirklich passiert. Oder es ist wirklich passiert, aber dann
hat es vermutlich keine symbolische Bedeutung. Und hier ist es beides. Das Ganze hat hier tatsächlich stattgefunden, in Echtzeit damals. Und trotzdem hat dieser Vorfall bis heute für uns eine tiefe symbolische Bedeutung. So. Ich lese mal, ja? Da hatten wir dazu die Frage gestellt, weil das vierte Bein, was noch da ist, ist ja die Wahrhaftigkeit. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, dass es mit der Wahrhaftigkeit heutzutage ja auch nicht mehr so weit her ist. Genau. Also es kommt ja manchmal vor bei Srila Prabhupada, dass man jetzt so denkt, jetzt kommen wieder hier diese vier Sachen. Eigentlich in der Regel sind es, wer weiß, was normalerweise hier den vier Beinen des Dharmas zugeordnet wird. Also Barmherzigkeit ist dabei, aber die anderen drei Sachen. Entsagung, Einheit, genau. Barmherzigkeit, jetzt fehlt uns noch das vierte. Wahrhaftigkeit, was Ramachandra genau hat. Also Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit und Entsagung. Und hier hat man im ersten Moment das Gefühl, Moment, die Aufzählung stimmt nicht irgendwie ganz. Aber ja, Srila Prabhupada beruft sich hier wohl auf andere Belege, entweder direkt aus diesem Vers oder wir kennen auch im ersten Kapitel des ersten Kantos gibt es diesen bekannten Vers, den habe ich auch schon oft hier zitiert. Prayanal payusha sabhya kalavas min yugejana manda sumanda matayo manda bhagya yupatutaha. O gelehrte Brahmanas, in diesem Zeitalter des Kali leben die Menschen nur noch ein kurzes Leben. Da haben wir das mit der Lebensdauer. Sie sind streitsüchtig, träge. Da könnte man mit träge könnte man vielleicht das Erinnerungsvermögen in Verbindung bringen. Wenn man faul ist, kann man sich nicht mal. Also es gibt ja auch eine geistige Faulheit. Da will man sich keine Gedanken machen. Wie war das jetzt? Ach, ist ja egal. Ich google das nachher. Keine Lust, da jetzt tiefer drüber nachzudenken. Streitsüchtig, träge, irregeführt, unglücklich und vor allem immer gestört. Das ist zum Beispiel auch eine Aufzählung. Da sind es fünf Sachen. Ja, genau. Aber in der Regel diesen vier Beinen, da habt ihr das eben korrekt aufgezählt, das ist eigentlich so der Standard. Also für jedes Bein, für das erste Bein, da gibt es sogar eine Reihenfolge. Lass mich schauen. Im Satya-Yuga waren die Menschen sehr entsagt. Dann im Treta-Yuga, da waren sie sehr rein. So, und das brach dann auch zusammen. Dann im Dwapara-Yuga waren sie immerhin noch wahrhaftig und barmherzig. Und im Kali-Yuga sind sie höchstens noch wahrhaftig. Und selbst das nimmt von Tag zu Tag ab. Ja, wer möchte weiterlesen? Ich glaube, wir waren hier, wenn drei Viertel. Wer sich zuerst meldet, Azad. Wenn drei Viertel der Erdbevölkerung irreligiös werden, wird für die Tiere das Leben zur Hölle. Im Zeitalter des Kali werden gottlose Zivilisationen viele sogenannte religiöse Gemeinschaften gründen, die die Persönlichkeit Gottes direkt oder indirekt verleugnen. Okay, stopp. Also zu dem ersten Satz, ich weiß nicht, ob ihr das manchmal auch kennt. Ja, trifft man manchmal Menschen. Ja, so an Himmel und Hölle. Nee, an sowas glaube ich nicht.
Das, also ich bin aus dem Zeitalter der Aufklärung. Ich bin nicht mehr im Mittelalter hier mit Himmel und Hölle. Dann werden ein Versprechungen gemacht. Du kommst in den Himmel oder dir wird Angst gemacht. Du kommst in die Hölle. Habt ihr sowas auch schon mal gehört? Leute, die so geredet haben. Azad sagt ja, Kerstin auch. So, und da sage ich den, da sag ich solchen Leuten, okay, angenommen, es gibt keinen Himmel und keine Hölle, aber du findest das schon hier auf der Erde. Stell dir vor, du wirst als Tier geboren und landest dann in so einer Massenviehzucht, ja, wo du gar nicht richtig liegen kannst. Und wenn, dann liegst du in deinem eigenen Exkrementen und du wirst vollgespritzt. Und ihr kennt bestimmt diese furchtbaren Bilder. Eine Sau liegt in so einem Käfig und kann sich nicht mal drehen, damit nämlich diese kleinen Ferkel dann immer schön an den Zitzen saugen können. Und damit das wirtschaftlich rentabel ist, hat man einfach dafür gesorgt, dass sich die Sau gar nicht mehr umdrehen kann. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn da das Wort höllisch nicht zutreffend ist, dann weiß ich auch nicht. Und was dann alles nachher in den Viehtransportern ohne Wasser durch halb Europa und was dann noch in den Schlachthäusern passiert, da wollen wir heute am besten gar nicht mehr viel drüber sagen. Aber das ist die Hölle. Für ein Tier. Ein Tier brauchst du nicht mehr fragen. Also viele Tiere brauchst du nicht mehr fragen. Na, habt ihr Angst vor der Hölle? Glaubst du an Himmel und Hölle? Dann sagt dir das Tier, ja, ich glaube an die Hölle. Ich bin gerade drinne. Hier auf der Erde. Hier auf dem Grundstück von Bauer Krause. Hier ist für mich die Hölle. Ja. So. Ja, das wären für mich, das wären hier von meiner Seite zu diesem Satz so Gedanken. Ja, Azad, dann hast du gelesen mit den religiösen Gemeinschaften. Lies doch da mal weiter. Oder lies den Satz nochmal. Im Zeitalter des Kali werden. Im Zeitalter des Kali werden gottlose Zivilisationen viele sogenannte religiöse Gemeinschaften gründen, die die Persönlichkeit Gottes direkt oder indirekt verleugnen. Hm. Ja, ja, und das ist natürlich Zündstoff ohne Ende jetzt. Aha, okay. Also ich finde, Param Shri Prabhu, wenn man die höchste Persönlichkeit Gottes leugnet, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und mit vielen Menschen auch diskutiert aus anderen Traditionen. Verschiedensten Traditionen auch mit Atheisten. Ich bin zum Entschluss gekommen, entweder mangelt es an Buddhi oder es ist zu viel Ehrfurcht da und man will nicht der höchsten Persönlichkeit Gottes irgendwie auf irgendeine Art begegnen, ob transzendental oder nicht transzendental, um nicht irgendwie aufzufliegen als Dieb. Dieb der materiellen Welt natürlich. Ja? Ich beute alles aus, mir geht's gut, lass mich in Ruhe. Ich will nicht davon hören, dass alles nicht mir gehört. An der Stelle. Das ist so die Schlussfolgerung, die ich habe. Oder andererseits ist es tatsächlich Mangel an Buddhi. Ich habe so viele Menschen getroffen, die aus verschiedensten Traditionen immer mit Gott sprechen, Gott anbeten, Gott danken, Gott bitten um etwas. Ja? Ein Gespräch führen tatsächlich. Und wenn du diese Menschen fragst, mit wem redest du denn gerade? Redest du gerade mit irgendeiner Macht, mit dem Universum, mit Äther? Mit was redest du denn? Und dann werden sie wach, ah ja, stimmt, ich höre einen Dialog, ja, das stimmt. 2 Minuten später wollen sie davon wieder nichts hören. Warum? Weil ich finde wirklich, entweder ist es zu viel Ehrfurcht oder zu wenig Buddhi. Das ist meine persönliche Schlussfolgerung. Danke. Ah, okay, interessant. Okay. Dann sehe ich hier Martina und ich glaube Krishna Chandra ist das. Ja, Martina, fangen wir mal mit dir an. Wollen wir nochmal Buddhi kurz klären für die YouTube-Zuschauer, ich könnte es jetzt nicht so gut erklären. Also Buddhi ist die Intelligenz. Und in der Bhagavad Gita sagt Krishna öfters, spricht er von Buddhi-Yoga. Also von dem Yoga
wo man auch durch Intelligenz zu gottesbewussten Schlussfolgerungen kommt. Mhm. Gut, ich wollte einen anderen Punkt, wir hatten nämlich auch die religiösen Gemeinschaften, wir haben dann darüber gesprochen, dass es ja unheimlich viele esoterische Gruppen gibt und religiöse Gemeinschaften und Zusammenkünfte, wo aber Gott gar nicht im Zentrum steht, sondern wo es gerade bei der Esoterik geht es ja auch ganz viel um den Körper, um den Genuss und oh mein Gott, ich habe heute auch um einen selbst sozusagen, ja, genau. Also nicht als Seele schon auch, aber nicht als ewig lebende Seele, das ist da nie Thema. Ja, und das stimmt, das habe ich auch oft gemerkt. Genau, da haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht drüber, auch wo wir selber herkommen, mal aus welcher Strömung wir dann zum Krishna-Bewusstsein gekommen sind und so weiter. Ja. Okay. Und Krishna Chandra sehe ich hier, seine Hand. Hallo, ja, meine Hand. Ja. Das sind die Gemeinschaften. Ja, wir können auch in unseren Universitäten unterkennen, was da in Theologie schon so. Krishna Chandra, du musst dichter zum Mikrofon. Ah, ich habe den Lautsprecher angeschlossen. Ja, der Sound ist etwas gewöhnungsbedürftig. So, jetzt müsste es besser sein, oder? Ja, viel besser. Ist jetzt gut? Ja. Gut. Ja, also in unseren Universitäten wird ja auch Theologie unterrichtet. Und ich habe jetzt von Menschen gehört, von verschiedenen Menschen, die da im Unterricht waren, also dass die Professoren oder die Lehrer dort schon gar nicht mehr an Gott glauben. Da frage ich mich natürlich, was soll denn da dabei rauskommen am Ende, ja, wenn der Pfarrer dann auf der Kanzel steht und kein Gottesbewusstsein hat. Für mich ist das irgendwie alles fragwürdig. Da braucht man nicht auf die Esoterik ich will jetzt nicht sagen schimpfen, aber man braucht da gar nicht so weit gehen. Ja, also das, was in unseren Kirchen auf der Kanzel steht, die müssen ja dieses Theologiestudium hinter sich bringen. Und das ist keine Voraussetzung, dass man gläubig ist. Frage ich mich, ja, was ist denn das? Ja. Auf jeden Fall, ja, da hast du auf jeden Fall. Was sehr sinnvoll ist, ja. Also das prägt ja dann auch die Generationen, die jetzt vielleicht doch noch in die Kirche gehen, ja. 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 Genau. Ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren wurde mal ein Swami zu einem interreligiösen christlichen Kongress eingeladen. Und dann hat er so mal ganz direkt gefragt, ja, was ist denn, wie definiert ihr denn Gott? Und dann bekam er so Antworten, also von hochrangigen Theologen, bekam er zum Beispiel daran erinnere ich mich, ja, was Gott ist, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die man so gut wie gar nicht beantworten kann. Und so redeten diese Theologen da irgendwie um den Brei herum. Und nach 10 Minuten hat immer noch niemand irgendwas Stichfestes gesagt. Und dann hat uns der Swami das in einer Bhagavatam-Klasse erzählt, was er da alles zu hören bekam und war selbst auch sehr schockiert. Die können nicht mal ganz normal beantworten, wer Gott ist. Reden da intellektuell und abstrakt um den Brei herum und am Ende hast du immer noch nichts mitbekommen. Ja, das stimmt. Das erinnert einen so an Sarvabhauma Bhattacharya, ne? Die Barmherzigkeit von Sri Chaitanya Mahaprabhu, dass er, naja, endlich Gottesbewusstsein bekommen hat. Ja. Und die Richtung geht es da schon, ja. Stimmt. Sie reden halt irgendwas, ne? Ja. Ich weiß, ich war noch nicht da drin gesessen. Also okay, woran ich gedacht hatte, als ich das gelesen habe hier, ist,
ja, da gibt es religiöse Gemeinschaften, aber wir brauchen jetzt auch gar nicht so Namen nennen. Ihr wisst schon, was ich meine. Die sprechen von Gott und sie sagen, dass sie religiös sind, aber da gibt es so Gesetze, die sie gar nicht einhalten, Gebote. Und da fragt man sich, was ist der Nutzen deiner religiösen Praxis, wenn mehr als die Hälfte, wenn du die gar nicht einhältst? Ja, Tiere haben keine Seele, können einfach geschlachtet werden, links und rechts, ist doch egal. Wichtig ist, was aus dem Mund rauskommt und nicht was reinkommt. Solche Sachen kriegst du dann zu hören. Ja, und Krieg, ja, gut, da wollen wir jetzt nicht so tief reingehen, aber da fragst du dich, Leute, was hat denn eure Religiosität für einen Nutzen? Ihr befolgt ja, ihr nehmt ja die Gesetze und Gebote gar nicht richtig ernst. Nächstenliebe, was gibt es noch? Ja, kein falsches Zeugnis reden. Naja, also an sowas musste ich denken. Prima, oder gar nicht so prima, aber wir lesen mal weiter. wir waren stehen geblieben, hier, ich blende es euch mal ein. Wir waren wohl hier. Hier, ab hier können wir mal lesen. Kerstin, willst du weiterlesen? Ja, und, und so werden glaubenlose menschliche Gesellschaften die Welt für den vernünftigeren Teil der Menschen unbewohnbar machen. Genau, also das merken wir auch, das wird zunehmend anstrengend. Ja, also für Menschen, die das alles ernst nehmen und befolgen wollen, wird das Leben hier von Tag zu Tag anstrengender. Ja, weiter bitte. Die Menschen unterscheiden sich je nach dem Grad des Glaubens an die höchste Persönlichkeit Gottes. Ja, stopp. Das ist auch ein interessanter Punkt. Heute unterteilen die Menschen sich gerne, ja, wir sind die Moslems, ihr seid die Christen. Und dann kommt wieder jemand, ja, aber wir sind die Katholiken und ihr seid die Protestanten. Und so versucht jeder da so Einteilungen zu erschaffen. Aber Srila Prabhupada macht hier einen interessanten Punkt. Nein, die Unterscheidung liegt gar nicht so sehr zwischen diesen Glaubensbezeichnungen, sondern nach dem Grad des Glaubens. Also wie stark ist unser Vertrauen? Wie stark ist wirklich unser Gottesbewusstsein? Und da spielt es gar nicht so eine Rolle, welchen Aufkleber wir uns da gegeben haben. Das ist so, was ich hier heraushöre. Okay, Kerstin, willst du weiterlesen? Wir sind jetzt die gläubigen Menschen. Die gläubigen Menschen ersten Ranges sind die Vaishnavas und Brahmanas. Dann folgen die Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Netschas, Yavanas und zuletzt die Kandalas. Genau, Chandalas. Chandala. Sogar Chandalas, wenn man es ganz genau nehmen will. Das A hier ist ein langes A. Mhm. Genau. Ja, ist dieser Satz klar? Wisst ihr, was Mletschas, Yavanas und Chandalas sind? Also für die YouTube-Zuschauer, die Brahmanas, die Vaishnavas sind die gottesbewussten Menschen, die gottesbewusstesten Menschen. Die Brahmanas, das sind die Gelehrten, von denen erwartet wird, dass sie auch religiös und gottesbewusst sind. Hoffentlich ist es so, ist aber nicht immer Garantie. Bei den Vaishnavas hat man immer die Garantie. Die Kshatriyas sind die Krieger und die das Volk führen. Auch wenn notwendig, können die auch mal Gewalt anwenden. Die sollen auch beschützen. Die Vaishyas sind die Kaufleute und Landwirte. Die sorgen dafür, dass die Gesellschaft ernährt wird. Und die Shudras sind die Arbeiten verrichten und ja, die für alles so zuständig sind
Häuser bauen, Straßen bauen, aber auch Künstler. Genau. Und jetzt wird es interessant. Die Mlechas und Javanas werden oft übersetzt als, ja, es gibt einen Teil im zweiten Kanto, da werden sie als die Griechen und die Türken übersetzt, die aus der vedischen Gemeinschaft verdrängt wurden von Parashurama und die dann abseits von Bharata ihre eigenen Reiche aufgebaut haben und ja, oft auch Kuhfleisch gegessen haben. Die wurden dann Mlechas und Javanas genannt. Und die Chandalas, das sind die Hundeesser. Ja. Und Kerstin, du kannst ja mal weiterlesen, die Entartung. Die Entartung des menschlichen Feingefühls beginnt mit den Mlechas. Und die Chandala-Stufe ist der tiefste Abgrund menschlicher Entartung. Mhm. Genau, also ich war mal bei einem Sonntagsfest und da war ein indischer junger Mann und der saß dann neben mir beim Prasadam. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann sagte er, ja, ich höre mir ab und zu eure Sendung an, ich kann auch ein bisschen Deutsch. Und das ist für mich immer sehr intensiv, weil ich jetzt erst zum Krishna-Bewusstsein gefunden habe. Und du musst verstehen, ich komme aus einer Familie von Hundeessern, hat er mir erzählt, hat er mir so anvertraut. Und dann dachte ich so, okay, ich lese sowas seit 30 Jahren in den Büchern, aber ich habe noch nie jemanden so direkt getroffen. Und dann habe ich ihn vorsichtig gefragt, ja, wie muss ich mir denn das vorstellen? Ja, meine Mutter hat dann auch ab und zu mal einen Hund geschlachtet. Ja, also... Aber für ihn war das Geschichte. Er wollte damit nichts mehr zu tun haben, mit dem Hundeessen. Er ist so aufgewachsen. Da gab es dann auch mal den verrückten Hund in der Pfanne zum Mittagessen. Ja. Okay. Ich habe euch ja vorgewarnt. Es wird etwas intensiv heute. Chichakti, ich gucke auch auf die Uhr, für mich auch und für uns alle. Wir haben noch 7 ja. Minuten. Sind die Mlechas und die Chandalas nicht auch die Unberührbaren, die dann auch Toiletten reinigen und sowas alles? Das sind die, die haben auch einen besonderen Namen. Oh, da erwischte mich gerade auf dem falschen okay. Fuß. Aber, also da gibt es auch einen Ausdruck. Aber für die Brahmanas, für die ernsthaften Brahmanas sind tatsächlich die Mlechas und Javanas und die Chandalas, die kannst du zu den Unberührbaren zählen. Aber wiederum sagt auch die Bhagavad Gita, dass ein wahrhaft Gläubiger und so weiter, ein Stein, ein Hund, ein Mlecha und Shudra und was weiß ich, alles als Brahmana als gleichwertig ansehen. Genau, das sind die Vaishnavas, die demütigen Weisen. Und die sind Krishna sehr lieb. Ne? Also von daher, da mal einen Stein zu brechen. Genau. Eine Lanze willst du für sie brechen. Genau, okay. Gut, dann sind wir jetzt alle oben. Ich lese mal weiter. Alle oben erwähnten Bezeichnungen, die in den vedischen Schriften zu finden sind, beziehen sich nie auf bestimmte Gemeinschaft oder Familie. Es sind verschiedene Eigenschaften und Befähigungen des Menschen im Allgemeinen. Geburtsrecht oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde haben damit nichts zu tun. Ja, also das hatten wir eben schon angesprochen. Prabhupada, das finde ich sehr schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Prabhupada will hier uns das also wirklich zwischen die Hörner schieben, dass wir das auch wirklich verstanden haben. Es geht nicht darum, diese Religion ist besser als die andere oder diese Kaste ist besser als die andere, sondern wir gucken uns den Menschen an und wenn wir feststellen, der ist sehr spirituell, sehr gottesbewusst, der folgt den
geboten, dann ist er höher gestellt, selbst wenn er aus einer niederen Kaste kommt oder aus einer Religion, wo man vielleicht denkt, ja, da, das ist da meistens nicht so dolle. Aber nein, es gibt auch in anderen Religionen auch durchaus sehr ernsthafte Befolger, die vielleicht ernsthafter sind als in seiner eigenen Religion. Welche? Ja, das kann durchaus vorkommen. Also das finde ich hier großartig, dass Srila Prabhupada das hier mit Nachdruck erklärt. Und hier gibt er auch ein Beispiel. Warte, ich, dass ihr mitlesen könnt. Man kann die jeweilige Befähigung durch eigene Bemühung erreichen. Und so kann der Sohn eines Vaishnavas ein Mlecha werden. Ja, also auch ein Vaishnava, wenn der nicht vorsichtig ist, kann der sich wieder degradieren, ja, zurückentwickeln, kann der wieder fallen. Und umgekehrt, der Sohn eines Chandala kann mehr werden als ein Brahmana, wenn er sich bemüht, ne, durch eigene Bemühung. Also es liegt an uns, es ist nicht automatisch. Ah, ich bin jetzt in der Familie von Mletschers geboren, dann bleibe ich mein ganzes Leben auch ein Mletscher, esse weiter Fleisch, Kuhfleisch und Hundefleisch, weil ich bin ja in dieser Kaste geboren, ist meine Bestimmung. Nein, wenn jemand möchte, wie dieser Gast beim Sonntagsfest, kann er sich aus dieser Tradition losreißen und sogar eine höhere Stellung sogar als ein Brahmana erreichen und sollte dann auch anerkannt werden. Man sollte dann nicht weiter mit dem Finger auf seine Kaste zeigen, in der er vor 20 oder 30 Jahren mal hineingeboren wurde und sagen, ja, bei dir ist Hopfen und Malz verloren, du wirst nie ein Brahmana oder Vaishnava, du schau doch mal, wo du herkommst. Das ist sogar verboten in der Vaishnava-Religion. Man sollte einen Vaishnava nicht anhand seiner Kaste, Rasse, seines Geschlechts, seiner Herkunft weiterhin bewerten, wenn er die Stufe eines Vaishnavas erreicht hat. Ja, das ist ganz wichtig. Sonst würde man einen Vaishnava-Aparada begehen, was wirklich sehr, sehr schlimm sein kann. Ja, Martina, willst du weiterlesen? Wir sind jetzt... Ja, ich hab den Gedankenstrich hier gar nicht mit einbezogen. Lies doch noch mal ab hier. Man kann. Wo, ich sehe gerade gar nicht, wo. Warte, das mal ist. Hier. Ich mach's da, ja, okay. Ja. Man kann die jeweilige Befähigung durch eigene Bemühungen erreichen. Und so kann der Sohn eines Vaishnavas ein Mlecha werden oder der Sohn eines Chandala kann mehr werden als ein Brahmana. Je nach der Art ihrer Gemeinschaft und ihrer innigen Beziehung zum höchsten Herrn. Moment, jetzt habe ich hier den Chat vor dem Fenster. Genau. Fleischesser nennt man im Allgemeinen Mlechas. Doch nicht alle Fleischesser sind Mlechas. Diejenigen, die der Verfügung der Schriften gemäß Fleisch essen, sind keine Mlechas, sondern nur diejenigen, die sich ohne Einschränkung dem Fleischgenuss hingeben. Das Essen von Rindfleisch wird von den Schriften verboten und so werden die Stiere und Kühe von den Anhängern der Veden besonders beschützt. Im Zeitalter des Kali jedoch werden die Menschen den Körper des Stieres... und der Kuh nach Belieben ausbeuten und so werden sie alle nur denkbaren Arten von Leiden auf sich laden. Die Menschen dieses Zeitalters werden keine Opfer darbringen. Die Mletscherbevölkerung wird sich um die Ausführung von Opfern wenig kümmern, obwohl solche Opfer für Menschen, die sich dem materiellen Sinnengenuss ergeben haben, unerlässlich sind. In der Bhagavad Gita 3,14-16 wird die Durchführung von Opfern mit Nachdruck empfohlen. Genau. Also von meiner Seite ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ja in Religionen, auch in der
vedischen Religion ist Fleischessen auch erlaubt, allerdings nur unter bestimmten Regeln. Und was hier beschrieben wird, ist, wenn sich die Menschen an diese Regeln halten, dann sind sie nicht mehr als Mletschers zu bezeichnen. Dann essen sie zumindest Fleisch, aber unter den religiösen Regeln. Bei den Moslems gibt es auch diese Regeln. Die wollen wir jetzt nicht alle aufzählen. Aber viele Moslems halten sich nicht daran. Ich habe mich mit denen auch manchmal darüber unterhalten und sage denen, hey, wenn ihr schon Fleisch isst, dann müsst ihr auch die Regeln befolgen. Sonst seid ihr keine ernsthaften Moslems. Und dann sind sie streng gesehen keine Mletschers. Es sei denn, sie essen Kuhfleisch. Und da sagt Sri Chaitanya Mahaprabhu in dieser Unterhaltung mit dem Chandkazi, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das war so der König, so ein kleiner Fürst von dem Landstrich Navadvip, und das war ein Moslem, und da hat Chaitanya Mahaprabhu ihm gesagt, ja, du kannst ja Fleisch essen, aber keine Kühe, weil auch bei den Moslems gilt die Kuh als eine Mutter. Das ist in allen Religionen so. Wir bekommen von der Kuh die Milch, der Stier, mit dem betreiben wir Landwirtschaft. Das ist ja nicht nur bei den Leuten in Indien so. Geh zu den Inkas und du wirst das finden. Geh zu den Hopi-Indianern oder zu den Maasai nach Afrika. Überall findest du das, und das muss man den Menschen näher bringen. Du kannst nicht deine Mutter und deinen Vater töten. Diese Tiere sind tabu. Das hat der Chaitanya Mahaprabhu auch dem Chandkazi nahegebracht. Ja, Chichakti, deine Hand kurz vor dem Paukenschlag. Ja, mir ging es jetzt auch nochmal darum, um diejenigen, die sich an die Regeln halten und Fleisch essen dürfen, aufgrund der vedischen Schriften. Das sind, glaube ich, auch zum Beispiel die Kshatriyas, ne? Die dann das Fleisch brauchen, um auch richtig kämpfen zu können, weil Fleisch auch aggressiv macht. Guter Punkt. Und was jetzt auch ein Punkt ist, sage ich mal, für unsere Schlachthäuser und warum wir auch alle so aggressiv werden. Ne? Hatte ich nicht. Ja, also das ist nochmal ein interessanter Punkt mit den Kshatriyas. Die wurden ja hier vorhin auch erwähnt. Das sind die Krieger, die auch das Volk beschützen müssen. Und auch wenn es dann hart auf hart kommt, müssen die auch in der Lage sein, mit Waffen umzugehen und dann auch, ja, das Allernotwendigste auch mal zu tun, wenn es wirklich um eine Bedrohung geht. Und wenn ein Kshatriya mit Blut und mit dem Töten und den Waffen nicht vertraut ist, wie soll er dann sein Volk beschützen? Und deshalb durften die Kshatriyas ab und zu in den Wald und Tiere jagen, um einfach mal so, ja, diesen Thrill auch mal zu spüren. Und dann war ihnen auch erlaubt, das Fleisch dieser gejagten, eigenhändig gejagten Tiere dann auch zu essen. Ne? Ja, das ist dann auch in Ordnung ein Stück weit, ne? Mit ein paar Fußnoten, aber das würde jetzt hier zu viel Zeit verbrauchen. Aber das wären dann im strengen Sinne keine Mletschers, die würden wir da nicht zuzählen. Also, deine Hand sehe ich hier auch noch. Ja, ganz kurz, du hast vollkommen recht, Param. Ist gerade wirklich bewusst geworden. Eigentlich ist die Kuh beim Islam, es gibt ja auch eine Sura im Koran, die heißt die Kuh, erstens. Ja. Zweitens, wo ich bin die ersten 10 Jahre in Syrien aufgewachsen. Und ich kann mich erinnern, kurz bevor wir nach Deutschland kamen, da war ich 9, 8,5, 9. Da ist die Kuh meiner Tante verstorben. Und das war eine Riesentrauer im Dorf. Und zweitens, immer wenn es eine Opferzeremonie gab zu Hochzeiten, zu Ramadan, ich weiß nicht ganz genau, habe ich immer beobachtet, wie ein Schaf geschlachtet wurde. Es wurde nie eine Kuh geschlachtet. Und wir essen Schaf, also ohne dieses Schwänzchen. Es gibt 2 Schafsorten, einmal mit Schwänzchen hinten und einmal ohne. Oh. Und die ohne sind viel leckerer, sage ich mal, jetzt in Anführungsstrichen. Okay. Hier in Deutschland oder in Europa sind die mit Schwänzchen, die sind ganz anders.
Und ich glaube, die Mohammedaner hier, der ganze Dönerkonsum und so weiter und so fort, hier ist es ganz schwer, Schaf zu schlachten. Hier wird viel Kuh geschlachtet, irgendwann mal hat man es gemischt und irgendwann mal hat man darüber hinweggesehen. Ja. Aber einen frommen Mohammedaner, wenn du den fragst, die essen Schaf und die essen kein Kuh. Ja. Das ist schon vollkommen richtig, ja. Ja, genau. Also da kann man ruhig ab und zu mal drauf rumhämmern, auch bei den Moslems, bei allen, bei den Christen. Prabhupada hat es bei einem Kardinal, bei einem französischen Kardinal, da gibt es sogar ein Video auf YouTube, den hat er das um die Ohren gehauen. Ne? Kuh ist tabu, auch für euch Christen. Ne? Und dann hat er das aus allen Blickwinkeln erklärt, aber der Kardinal, der war sowas von bedeckt und ja, stur. Da ist, da hast du auf Beton eingedroschen. Ja, prima. Dann würde ich sagen, haben wir doch hier diesen Teil der Erläuterung mal ganz schön nochmal uns angeschaut. Ich glaube, das, also für mich war das sehr wertvoll. Ich hoffe für euch auch und für alle YouTube-Zuschauer. Und dann am Freitag geht's weiter. Abonniert schon mal diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir können ja zum Abschluss alle noch mal den Hare Krishna Maha Mantra chanten, um den Einfluss des Kali-Yugas, den wir hier gerade ein bisschen analysiert haben, den wieder ein bisschen von uns zu weichen. Wobei, wenn wir es unter der Führung des Bhagavatams machen, das stellt ihr sicherlich auch oft fest, dann hat es nicht diese, am Ende nicht wirklich diese negative Wirkung. Wir sind einfach realistisch und es hilft uns noch ernsthafter, in unserem spirituellen Leben zu werden. Und in diesem Sinne, schaltet gerne eure Mikrofone einmal ein. Wenn ihr mögt, sogar eure Kamera. Wir würden uns riesig freuen. Achtung, die Melodie kann jeder. Auch die YouTube-Zuschauer, wir wollen euch hören. Zwinker, zwinker. Und Krishna auch. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.